Ich kann predigen und predigen. Ich bekomme viele Leute neue, was dann doch auch Früchte sind. Solche, die von Kindheit an nicht mehr gebeichtet, keine Sakramente mehr empfangen haben. Da können wir viele Früchte aufweisen. Und mir ist es ja, mir geht es nicht darum, wie viele Mitglieder ich habe, sondern wie viel Freude ich dem Heiland machen kann. Gott, muss ich sagen. Denn ich weiß, jede Seele, die ich für ihn gewinnen kann, ist eine große Freude für Gott. Denn er ist ja in Jesus Christus ans Kreuz gegangen dafür, dass es dann nicht doch vergebens ist für dies oder jenen. Und da entpuppt sich eben ein Prediger. Predigt er nur für sich oder predigt er für Gott? Es bleibt mir natürlich nicht erspart als Werkzeug Gottes, dass ich natürlich auch sagen muss, wie jeder, selbst die Propheten es sagten, der Herr sagt dir. Und ich rede nur, seht ihr, jetzt muss ich schon wieder das sagen, ich rede nur, was ich bekommen habe bei meinen zwei Entrückungen. Aber ich muss es so sagen, dass es auch ein Kind versteht. Wir haben sehr viele Erfolge, aber immer wieder geschieht es, dass wieder viele in den Zweifel geraten. Dann sagen wir, was tue ich nicht recht, dass man in Zweifel gerät. Es ist ja logisch, dass der Zweifel wird jeden Mal erwischen. Ich selbst über mich. Aber ich gebe euch die Antwort vom Heiland. Der Sämann. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen, seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde natürlich zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, es ging auf und trug hundertfach Früchte oder Frucht. Es fragte ihn aber seine Jünger, was denn dieses Gleichnis bedeute. Und Jesus erklärte ihnen, das ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es wohl hören, die Predigt. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind, das sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden auf. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken es unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf gutem Land sind die, die das Wort hören, behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.
Es ist logisch. Der Feind lässt euch nicht in Ruhe, das ist doch logisch. Vor allem dann, wenn ihr im wahren Glauben seid. Wenn er nicht käme, wäre die Sache nicht echt, hätte ich bald gesagt. Denn er wird sofort angreifen, was Satan schadet. Könnte schaden. Vorher möchte ich noch etwas über den Johannes noch sagen. Wie groß Johannes ist, auch aus der Heiligen Schrift, Evangelium. Matthäus schreibt Jesus Zeugnis über den Täufer. Als sie fortgingen, die vom Johannes geschickt wurden, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Winde bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einem Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einem Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, vor Jesus, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, durch einen Mann, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Und wir wissen auch, als Maria diese Elisabeth besucht hat, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, diese Jungfrau, da sagte die Elisabeth, soeben hat mein Kind voll Freude sich gehüpft in meinem Schoße. Als sie denn, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Es gibt immer noch so, wo meine Maria sei auch mit Sünde empfangen worden. Gott möge ihnen das verzeihen. So wie Johannes also schon im Schoße gehüpft hat, schon den Heiligen Geist ja hatte, schon im Schoße, so kann Gott doch auch bei seiner Mutter, die ihm das Fleisch, menschliches Fleisch gibt, doch sowas auch machen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das Fleisch, das er der Heiland, sein Leib, das er hingegeben hat, das musste ein göttlich reines Fleisch sein. Sonst hätte er nicht können, die ganze Menschheit, die war und noch sein wird, erlösen können, denn wäre es ja schon befleckt gewesen. Wenn ich jetzt nur für mich da reden würde, dann hätte ich da, könnte ich hier da so weiter predigen und einfach da in dem Haus da mit den paar 20 Schwestern und den Geistlichen, die ich habe, könnten wir da leben, oder? Aber wo sind die Früchte? Und deshalb schicken wir, momentan sind es 3 Wanderbischöfe, da immer wieder neue Leute dazukommen, muss ich es immer wiederholen. Die reisen mit herum, einmal 3 Wochen lang. Und zwar in Privathäusern, denn viele Kirchen sind geschlossen und viele können nicht mehr zu Gott gehen,
weil sie die Maske anziehen müssen und niemand will mit einer Maske vor Gott treten, denn ich kann nicht in einer Fasnacht zu Gott gehen. Windeln, wenn schon, trägt man weiter unten, aber nicht im Gesicht. Und diese Bischöfe, das ist unglaublich, und das sehe ich als Früchte an. Ich freue mich für die Menschen, die die Sakramente annehmen, und ich freue mich natürlich vorwiegend für Gott, denn ich weiß, wie sehr Gott die Menschen liebt. Wie oft habe ich früher als Jungmann noch, war ziemlich schnell auf weit oben. Also diesmal nicht, meine ich nicht Gott, sondern ich sehe einfach, wie so viele plötzlich die Sakramente empfangen können. Und so suche ich einfach im Ausland Menschen, die vielleicht größeren Raum haben, wo man könnte Interessierte zusammenziehen. Da würde vielleicht gesprochen werden, da wird die Sakramente gespendet, wo noch nicht mehr gespendet wurde. Taufen, Firmen, Beichten, das Messopfer darbringen, auch in den Privathäusern. Wir haben also wieder die ersten Christen. Wieder, wie es früher einmal war. Noch einmal, weil mir ja viel daran liegt, diese Missionsbischöfe, ich habe extra Bischöfe hinausgeschickt, weil die Vollmacht haben, der Weg Jesu Christi und bei Firmen alles können und entscheiden. Und ich habe nur Begehr, dass, wart es doch, schaut, ob ihr Möglichkeit habt. Vielleicht kennt ihr dort jemand, der auch darunter leidet, dass er nicht mehr ein Messopfer hat. Ich bräuchte Priesteranwärter und auch noch Schwesternanwärterinnen. Jetzt melden sich tatsächlich viele 60, 70-jährige Kranke. Ich bin kein Heim hier. Das ist kein Heim hier. Das ist keine Pflegestation, meine Lieben. Hier werden Priester ausgebildet und Schwestern. Und jede Gründung ist immer schwer. Also das heißt, es braucht Elan. Aber nicht einfach, damit man halt versorgt ist. Das geht nicht. Ich suche Junge. Das hat mir die Gottesmutter selber gesagt. Such den Junge. Was wollt ihr schon draußen? Hier könnt ihr Sauerstoff atmen. Draußen Stickstoff.